So, guten Abend, ich grüße alle Zuschauer. Es ist Donnerstag, der 22. Oktober 2015. Wir haben eine Serie mit Rainer Michael Franke, Klopftherapie. Und heute ist das Thema Ängste auflösen und belastende Gefühle auflösen. Und wir haben eine Reihe von Videos, das sind 12 Videos, die sind Das alle bringt auf einer nichts. Seite, wo ihr euch das auch anschauen könnt. Und das heißt auch, die Vorstellung ist auch in das erste Video. Okay. Ja, Thema ist natürlich Ängste und belastende Gefühle. Das ist ein Riesenthema. Und die meisten glauben, denken, dass man da nichts machen kann, weil die immer wieder kommen und immer wieder kommen. Genau. Und ja, dein Umgang mit Ängsten ist noch eine kleine Rückkopplung. Okay. So, probieren wir es noch mal. Ja. Ja, kann man so. Oder? Ja, dann sprichst du meistens, damit ich werde kurze Sätze sagen dann. Also ich habe hier die Boxen jetzt sehr leise gestellt. Ich hoffe, ich höre jetzt alles. Ja, ich hatte ja letztes Mal mit Sabine, haben wir ja ganz lange drüber gesprochen, über die MET-Klopftherapie, was das ist, wo das herkommt und was man damit alles eben beklopfen kann, was es für Anwendungsgebiete gibt. Und ja, wie gesagt, heute soll es darum gehen, zu zeigen, einmal ein bisschen, was ist überhaupt das Thema Angst, was steckt dahinter, was ist der Hintergrund von dieser Thematik. Und dann natürlich auch im letzten Teil heute des Abends, dass wir gemeinsam vielleicht auch eine Angst beklopfen, dass jeder mal am eigenen Leibe erfahren kann, wie das ist, wenn er eine Angst auflöst, wie sich das anfühlt. Und bis dahin, wie gesagt, werde ich das ein bisschen erläutern, erklären, Hintergrundinformationen geben und dann machen wir zum Schluss die praktische Übung. Ja? Gut. Du hörst mich jetzt soweit? Ja, sehr gut, ja. Okay. Okay, hast du vorab dazu erstmal noch eine Frage zum Thema generell Ängste? Ja, eben, das gibt ein, alle denken, dass man da nicht vieles machen kann, dass die immer wieder Genau, korrekt. kommen und dass was weiß ich, wo die herkommen und man fragt sich nicht, dass es möglich ist. Das ist ein bisschen der erste Schritt, dass es möglich ist, damit zu arbeiten. Genau. Ja, also was einfach auffällt, und ich bin ja nun wirklich seit 30 Jahren in dem Geschäft, in dem Therapiegeschäft mit meinen Klienten, habe ich es im Wesentlichen eben mit Ängsten zu tun. Und tatsächlich, die meisten rennen eben rum, so nach dem Motto, ja, man muss damit irgendwie leben, man muss damit klarkommen. Und wenn wir uns heute so die Medien angucken, wenn du zum Beispiel den Fernseher anmachst, dann wirst du eigentlich von morgens bis abends bombardiert mit Ängsten, das heißt, die Leute versuchen dir Angst zu machen. Also mach dieses nicht, mach jenes nicht. Es werden immer irgendwo Ängste produziert und die, sag mal, häufen sich dann so langsam an. Und wenn du dir dann aber, ich sag mal so, die Presse anguckst, was dann angeboten wird, wie man mit Ängsten umgehen soll. Und ich verfolge das natürlich jetzt aufgrund meines Berufes natürlich auch immer wieder professionell. Was wird dort angeboten in den Medien? Also wenn ich mir so die Presseartikel der letzten Jahre angucke, ist es im Wesentlichen immer so, dass der Haupttenor ist der, dass die Artikel so verfasst sind, dass gesagt wird, mit Angst muss man irgendwie leben, muss man irgendwie mit klarkommen. Und es geht sogar so weit, dass gesagt wird, Angst ist sogar gut. Ja? Also das wird immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Und meines Erachtens aus dem einfachen Grunde, weil die Professionals, die Therapeuten, die damit zu tun haben und die den Menschen eigentlich in der Richtung helfen sollten, dass sie nichts haben, womit sie den Leuten wirklich da helfen können. Also, was sagen sie? Sie drehen den Spieß um und sagen, ja gut, Angst ist auch gut.
Ihr müsst damit irgendwie klarkommen und wenn nicht, gibt es im Wesentlichen, und das ist der Mainstream, ich sag mal so drei Methoden, die auch immer wieder gebetsmühlenartig vorgestellt werden, wie man dann, wo man dann hingehen sollte, wo man dann Therapie machen sollte. Das ist natürlich zum einen die Verhaltenstherapie, das zweite ist dann noch die Psychoanalyse und das dritte ist dann die Konfrontationstherapie und dann hört es dann meistens bei den Mainstream-Medien auf. Mehr wird dann auch nicht erzählt, aber sag mal, die Techniken, die wirklich funktionieren, die seit den letzten 20, 30 Jahren sich auch, sag mal, neben den anderen Hauptverfahren etabliert haben, die werden gar nicht genannt, interessanterweise. Wahrscheinlich, meine Vermutung, um den Leuten eben nicht ein Werkzeug an die Hand zu geben, damit sie ihre Ängste auflösen können. Und interessant ist an der Stelle, dass der Angstforscher, der berühmteste, bekannteste Angstforscher in Deutschland, Professor Dr. Bandelow, schreibt in seinen Büchern immer wieder auch, Angst ist gut, Angst ist gut, Angst ist gut. Und er ist dann interessanterweise mal von einer Zeitschrift Brigitte interviewt worden. Und da hat die Frau ihn gefragt, ja, Herr Professor, wofür ist denn nun Angst gut? Und dann hat er gesagt, zwei Dinge hat er gesagt. Er hat gesagt, Angst ist dafür gut, dass ich nicht im Auto gegen einen Baum fahre. So, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, Jeet. Also, der bekannteste Angstforscher unserer Republik behauptet, dass ich Angst brauche, um nicht gegen einen Baum zu fahren. Also ich kann das noch überspitzen. Ich könnte sagen, ich brauche die Angst oder er unterstellt mir, ich brauche Angst, damit ich nicht vom Balkon springe. So, und das ist eine völlige Verdrehung, Pervertierung der Situation. Denn ich fahre doch nicht gegen einen Baum, weil ich Angst habe. Oder ich springe doch nicht vom Balkon, weil ich Angst habe, sondern ich fahre nicht gegen den Baum, weil ich am Leben hänge, weil ich das Leben liebe. Das ist der Grund. Ja? Insofern, das ist klassisch, das ist wirklich der Klassiker. Es wird total verdreht und damit wird die Angst gut geredet. Es wird sozusagen ihr gesagt, es ist gut für bestimmte Sachen. Aber wenn man sich dann die Forschung der Gehirnforscher anguckt, der Lernforscher, was Angst dann letztlich bewirkt im Klassenzimmer bei Kindern, bei Menschen, die kreativ tätig sind, dann sind die Folgen natürlich von Ängsten katastrophal. Also was ich so weiß, sind natürlich, dass deine ganze Kreativität steht dir einfach nicht zur Verfügung. Und man weiß einfach, Kinder, wenn ich die in Angst versetze in der Schule, die können nicht so gut lernen und die können obendrein auch nicht das Wissen, was sie haben, abrufen. Insofern ist es also geradezu fatal, Menschen in einem Zustand von Angst zu belassen. Und dann folgt natürlich also Depression folgt natürlich, ne, wenn man damit auf diese Angst bleibt. Ne? Denn nochmal bitte, das habe ich nicht verstanden. Depression ist dann die Folge davon. Das kann natürlich dann da rein führen. Also wenn du natürlich zu lange solche belastenden Gefühle erlebst und aushalten musst, ist klar, dass die Leute dann natürlich schwerere Krankheitsbilder entwickeln. Und das führt dann eben unter anderem, wie du sagst, Depression. Aber der Standard ist eher Stress. Stress, die Leute gehen in den Stress, sie gehen in das Burnout, weil auch hier hast du immer den Background, den Hintergrund Ängste. Und je weniger du die Ängste eben auflöst, desto mehr landest du dann in diesen behandlungsbedürftigen Erkrankungen. Man geht davon aus, etwa 30 bis 40 Milliarden Schäden wirtschaftlich allein nur durch diese stressbedingten Erkrankungen, die sozusagen nicht aufgelöst werden und in der Regel praktisch nur medikamentös behandelt werden. Das ist eben das Erschreckende daran. Ja, und das, natürlich, ja, das ja? wird natürlich in der Schule in so jede Sendung arbeitet damit, wenn es auch um die Flüchtlinge geht, das wird nur Angst und Angst und Angst geschürt. Ne? Das heißt, es gibt viel zu tun. Ne? Exakt, genau. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, weil wenn die Leute in einem Gefühl von Angst sind, dann handeln sie natürlich entsprechend auch nicht mehr rational und sind auf einer völlig anderen Bewusstseinsebene. Also ich gehe mal davon aus, dass eine Angst eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern es ist auch eine Bewusstseinsebene. So wie Liebe eben eine Bewusstseinsebene ist oder Vertrauen, ist Angst eben auch eine Bewusstseinsebene, nur leider eine sehr niedrige. Und daraus gebiert meistens nichts Gutes. Insofern ist es eben extrem wichtig, diese Ängste, die man hat, aufzulösen. Und dann wird man einfach durch das Auflösen, durch das Beklopfen, da kommen wir noch zu, kommt man eben in einen Zustand von Vertrauen. Von Zuversicht, von Liebe. So, und das ist natürlich ein Zustand, der ist viel angenehmer.
und gesünder vor allen Dingen, dann brauchst du eben nicht mehr zum Therapeuten rennen oder irgendwelche Tabletten nehmen, um deine Ängste zu reduzieren. Ich glaube, wir haben in Deutschland an die 19 Millionen Verschreibungen nur Bezug auf angstlösende Medikamente. Also es ist schon erschreckend, was da sich abspielt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun seit 15 Jahren mit der MET-Klopftherapie unterwegs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, früher habe ich natürlich auch viel unter Ängsten gelitten, gebe ich ganz ehrlich zu. Und das ist ja auch nochmal symptomatisch für mich als Therapeut, der nur jede Therapierichtung kennt, dass ich nicht in der Lage war, meine Ängste, die ich hatte, in den Griff zu kriegen. Das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend. Ja. Das heißt, ich Und lande so. ja nicht gegen einen Baum, wenn ich bewusst bin, nicht wenn ich Angst habe. Ne? Also das Fördern von Korrekt. Bewusstwerdung, Klarwerden, Angst, die Angstlosigkeit gibt mir einen Raum, wo ich klare Entscheidungen treffen kann. Ja, und Cheat, wo ich in einem Zustand bin von Selbstliebe, von Selbstakzeptanz und wo ich anfange, in dem Zustand gut für mich zu sorgen. Und gut für mich zu sorgen beinhaltet, dass ich eben nicht gegen den Baum fahre, sondern dass ich auf der Straße bleibe und eben, sag mal, auch so fahre, dass ich mein Leben nicht aufs Spiel setze und nicht riskiere. Also das ist im Prinzip das Feld, in dem ich dann bin. Ja, ganz im Gegenteil, wenn jemand auf dieser Ebene von Angst ist, dann zieht er genau das an. Wenn ich die ganze Zeit rumrenne, meine Angst vom Baum, vom Baum, vom Baum und immer nur Bäume sehe, ja, wo lande ich denn dann irgendwann? Ich lande genau vor diesem Baum. Oder wenn ich das jetzt übertrage auf Krankheiten, viele rennen natürlich rum, gerade bei meinen Patienten, Angst vor Krebs, vor Krankheit, vorm Alter, vor der Rente und so weiter, vor den Flüchtlingen, vor Krieg. So, wenn ich diese Ängste habe, ja, was passiert? Das ist nun mal ein Naturgesetz. Ich ziehe genau das in mein Leben, wovor ich Angst habe. Und das sollte auch nochmal wirklich ein ganz deutlicher Hinweis sein, dass man alles dafür tun sollte, Ängste bei sich aufzulösen. Und dafür gibt es eben inzwischen die Lösung, und zwar eine sehr schnelle Lösung, das ist eben die MET-Klopftherapie. Und die hatte ich ja vorgestellt und ich will jetzt zeigen, wie man genau vorgeht, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Angst auflösen will. Denn das Tolle ist, wenn ich so eine Angst einmal aufgelöst habe, ist das für immer aufgelöst. Ich muss das also nicht wiederholen, was viele ja manchmal so denken, die sagen, okay, muss ich jetzt diese Angst immer wieder beklopfen? Nee, musst du nicht, sondern eine einmal aufgelöste Angst ist dann aufgelöst. Das ist der Vorteil. Und ich komme dadurch natürlich immer mehr in einen Zustand von Ruhe, von Gelassenheit, von Frieden, von Vertrauen, von Zuversicht. Und das ist einfach für den Körper, aber für die Seele einfach nur gut. Vielleicht eine Zwischenfrage. Eigentlich ist die Angst im Körper gespeichert, weil im Körper geklopft wird. Oder irre ich mich? Ja, korrekt, korrekt. Genau, da sprichst du jetzt einen wichtigen Punkt an. Wenn du dir die Angstforschung anguckst, wissen die Forscher alle nicht, wo es eigentlich herkommt. Die sagen ja, okay, das ist irgendwo im Gehirn, Neuropeptide, Amygdala, Mandelkern, der löst das irgendwie aus. Ist ja alles schön und gut. Das ist aber eben nicht die eigentliche Ursache der Angst. Also man weiß inzwischen aufgrund einem neuen Zweig der Psychologie, nämlich der energetischen Psychologie, dass die eigentliche Ursache einer Angst was ganz anderes ist. Nämlich, es geht darum, dass in einer Situation bei jemandem, der zum Beispiel eine stressige Situation hatte oder eine traumatische Situation im Flugzeug, dass in dem Augenblick unser Energiesystem, sprich also die Meridiane, auf denen sich die Akupunkturpunkte befinden, dass in diesen Meridianen fließt Energie und in dem Augenblick kriegt derjenige sozusagen eine Verletzung, eine energetische Verletzung in den Meridianen. Und jetzt kommt das Entscheidende: Diese energetische Verletzung in den Meridianen, irgendwo im Körper, die verursacht jetzt die Angst. Bedeutet, der braucht eben jetzt nur an die Spinne zu denken oder an den Flieger zu denken. Sofort ist seine ganzen Meridiane in Aufruhr. Der Chi-Fluss ist nicht mehr normal und das löst dann sofort Angst aus. Also das ist die eigentliche Ursache und das ist das eigentlich Revolutionäre daran, dass das scheinbar richtig zu sein scheint, denn durch das Beklopfen, da kommen wir jetzt ja drauf, durch das Beklopfen der Akupunkturpunkte, bestimmte Akupunkturpunkte, löst sich die Angst sofort auf. Ja, warum? Weil eben die Verletzung, die Blockade im Meridian beseitigt wird. Das heißt eben, man spricht von Psychologie, Psychiatrie, Seelenkunde, wenn man das so nennen kann. Beim Klopfen arbeitet man am Körper,
Und da ist eine Garantie, dass Seele, Geist und Körper dann behandelt werden. Korrekt, korrekt. Und das ist insofern revolutionär, Jeet, weil natürlich die herkömmliche Psychologie bisher den Körper nie einbezogen hat. Ja. Guck dir mal die Analyse an. Den Analytiker interessiert herzlich wenig, ob derjenige ein blockiertes Zwerchfell hat oder eine blockierte Atmung hat oder einen blockierten Meridianfluss hat. Das interessiert den überhaupt nicht. Die meisten Therapien laufen eher kognitiv ab. Mhm. Und die wenigsten Therapien, vielleicht noch die Körpertherapien, beziehen sowas mit ein. Aber völlig neu ist, dass der Meridian, das Meridiansystem einbezogen wird. Also das, was in der ganzen Akupunkturlehre seit 6000 Jahren bekannt ist, das wird bisher nicht einbezogen. Und eben die neuere Psychologie, die energetische Psychologie, die bezieht das eben mit ein und sagt, okay, wir haben Körper, Geist, Seele und wir haben eben im Körper, haben wir diese Meridiane mit dem Qi-Fluss und wir können über die Beeinflussung des Meridians, können wir sozusagen psychische Probleme beeinflussen und zwar sehr schnell innerhalb von Sekunden. Das ist das Sensationelle daran. Was und vor allem jeder kann es selber machen. Was die Psychopharmaka eben nicht machen können. Ja gut, die sind natürlich dann überflüssig. Insofern ist diese Methode natürlich nicht so beliebt in bestimmten Kreisen oder bei bestimmten Therapeuten, weil dann bestimmte Therapieformen einfach aussterben. Ist ja klar. Ja, also insofern, du hast es jetzt angesprochen, besteht das eigentliche Auflösen der Angst darin, dass ich bestimmte Akupunkturpunkte beklopfe. Und zwar sind es 6 Punkte im Wesentlichen. Also wir haben erstmal Punkt 1 am Anfang der Augenbraue. Das ist der Blasenmeridian. Dann seitlich vom Auge ist der Gallenblasenmeridian. Dann unterhalb des Auges hier auf dem Knochenrand. Das ist dann der Magenmeridian. Dann haben wir hier unter der Nase, über der Oberlippe, genau in der Mitte, ist das sogenannte Lenkergefäß. Und hier unterhalb der Unterlippe, in diesem Grübchen in der Mitte, ist das Konzeptionsgefäß. Und wir haben dann hier unterhalb der Schlüsselbeingelenke, da ist so eine Kuhle, so fast gegen Ende, da ist so eine Kuhle, da klopft man nachher mit Daumen und Zeigefinger. Da befindet sich der Endpunkt des Nierenmeridians. Und diese Punkte, die werden jetzt immer beklopft, egal um welches Problem, um welche Thematik es jetzt geht. Also wenn man jetzt eine Angst auflösen will, würde man diese Punkte klopfen. Wir machen das ja gleich. Und durch dieses Beklopfen, mechanische Beklopfen, löst sich diese Angst auf. Also ich würde vorschlagen, ich mache das einfach mal vor, oder wir machen das mit den Zuschauern einfach jetzt mal am Bildschirm. Und zwar so, dass jeder sich für zu Hause, der eine Angst gerne auflösen möchte, dass er sich die jetzt mal wirklich vorstellt, angenommen die Angst vor der Zukunft, vor Krieg, vor Flüchtlingen, was auch immer, und in einer Skala einschätzt von 0 bis 10, also wie hoch ist die Angst jetzt in diesem Moment, und sich kurz vergegenwärtigt, ist das bei 8, bei 9, bei 10, je nachdem, oder eine 5 reicht auch schon, und sich den Skalenwert merkt. Und jetzt gehen wir gemeinsam diese Angst durch, jeder für sich. Und zunächst gibt es den sogenannten Klopfsatz, bedeutet, ich muss jetzt den Fokus ja mental auf die energetische Blockade halten. Das tue ich, indem ich den Satz ausspreche, zum Beispiel meine Angst vor der Zukunft oder meine Existenzängste. So, dabei wird jetzt geklopft. Das heißt, ich habe den körperlichen Reiz jetzt und ich habe den mentalen, geistigen Reiz auf die Blockade, worum es jetzt geht. Also fangen wir an, rechts oder links ist egal. Ich klopfe jetzt beispielsweise jetzt eben meine Angst vor der Zukunft und meine Existenzangst. Dabei wird etwa 2-3 Schläge pro Sekunde geklopft, so ganz sanft auf den Punkt. Und den Satz laut ausspreche, jeder für sich zu Hause, meine Angst vor der Zukunft, meine Existenzängste. Dann seitlich vom Auge, meine Existenzängste, meine Existenzängste. Meine Existenzängste oder Existenzangst, je nachdem, wie der Satz stimmt. Unterhalb des Auges klopfen meine Angst, meine Existenzangst. Etwa 10, 15 Schläge, sanft, nicht zu doll, soll angenehm sein. Meine Angst, meine Existenzangst. Unterhalb der Nase wieder, über der Oberlippe. Meine Angst, meine Existenzangst, meine Existenzangst. Unterhalb der Unterlippe wieder. In der Mitte der Punkt, meine Existenzangst. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt hier, Daumen, Zeigefinger. Man kann auch so klopfen, wie man will. Da klopft man jetzt wieder den Nierenendpunkt, Niere 27. Meine Angst, meine Angst, meine Existenzangst, meine Existenzangst, meine Angst vor der Zukunft.
Jeet ein bisschen mehr, glaube ich, zur Mitte hin. Du bist ein bisschen weit Also, außen. okay. Ja, da, ja, genau. Ja, genau. So, perfekt. Meine Angst, meine Existenzangst. Und jetzt genau den Fokus auch innerlich halten auf die Angst und genau dran denken, möglichst vielleicht auch mal die Augen zumachen. Und dran denken, wovor habe ich Angst? Angst, kein Geld mehr zu verdienen, Angst, den Job zu verlieren, Angst, dass mir alles weggenommen wird und so weiter. Diese ganzen Sätze, die da hochkommen, die entsprechend beklopfen. Meine Angst, meine Angst, meine Angst. Und nur die Nierenpunkte klopfen und den Fokus halten auf die Angst, die ich gerade habe. Und jetzt darauf achten, ob vielleicht möglicherweise der Satz kann sich verändern, dann den Satz sich verändern lassen. Und darauf achten, ob es weniger wird. Man merkt dann manchmal schon tiefen Durchatmer, dass man so tief durchatmet. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass sich wirklich auch was verändert, dass eine Angst sich auflöst, dass der Meridianfluss wiederhergestellt wird. So, und wenn man merkt, okay, jetzt ist schon deutlich runter, dann kann man den Punkt lassen. Und jetzt klopfen wir einen letzten Punkt, und zwar ist das jetzt der Handrückenpunkt zwischen Ringfinger und kleinem Finger, hier zwischen den Sehnen. Klopfen wir jetzt mit zwei Fingern oder drei Fingern ganz sanft, wird das beklopft. Und dabei halte ich jetzt den Kopf gerade und gucke einmal jetzt nur mit den Augen scharf nach unten links. Und klopfe dabei etwa siebenmal unten rechts. Von da aus jetzt mit den Augen kreisen, ganz weit rum, kreisen, ganz weit rum. Zweimal in die eine Richtung und zweimal dann in die andere Richtung kreisen. Soweit wie es geht. Dann wieder geradeaus schauen. Jetzt eine Melodie ansummen. Jetzt sind wir nämlich auf der rechten Gehirnhälfte. Und jetzt rückwärts zählen von 30 auf 25 laut. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Jetzt sind wir dadurch auf der linken Gehirnhälfte. Und nochmal summen, switching auf die rechte. So, jetzt bitte nochmal überprüfen den Skalenwert, also in die Angst nochmal reingehen, die vorher da war, sich das wirklich vorstellen und schauen, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt sollte es dramatisch deutlich runtergehen. Geht gar nicht anders, also es funktioniert immer. Wenn jetzt noch ein Rest ist, kann jeder das natürlich jetzt für sich weiter machen. Für sich zu Hause kann sagen, okay, wenn ich jetzt noch eine Restangst habe, gehe ich jetzt nur auf den Nierenpunkt und würde jetzt nur den Nierenpunkt klopfen und zwar dann sagen, den Satz, meine restliche Angst vor der Zukunft, meine restlichen Existenzängste und würde dann jetzt so lange klopfen, bis ich merke, nö, jetzt ist alles ruhig. Und die meisten sagen dann, jetzt fühle ich mich in Ruhe, in Frieden, entspannt, relaxed. Also das kommt dann in der Regel als Rückmeldung. Kannst ja mal selber fühlen, wie sich das jetzt anfühlt. Du hast ja mitgeklopft. Was merkst du so als Unterschied? Ja, bei den Augen war es sofort stärker, beim dritten Klopfen hat sich sehr entspannt und dann wurde ich wieder ein bisschen unsicher, aber das ist dann von 8 auf 3 gegangen. Perfekt, Ja. genau. Und denn man sollte langfristig natürlich immer das Ziel haben, auf Null zu sein, bis wirklich alles auf Null ist. Und es kann manchmal sein, dass man dann auch von einem Gefühl wie Angst auf eine neue Emotion kommt, auf was weiß ich, eine Trauer, ein Ärger, was auch immer. Und ich hatte ja gesagt, man kann eben nicht nur Ängste auflösen. Also wenn ich merke, es kommt ein anderes belastendes Gefühl, kann ich dann in dem Moment sofort sagen, okay, ich merke, ich bin jetzt hier bei Angst und dann sage ich, nee. Ich merke gerade, ich bin gar nicht mehr ängstlich, sondern es kommt eine Trauer. Okay, meine Trauer, dass ich so wenig Geld habe. Meine Trauer, dass ich so wenig Geld habe. Meine Trauer, dann klopfe ich eben genau diese Trauergefühle. Merke jetzt vielleicht hier wieder, ich bin gar nicht mehr traurig, sondern ich bin ärgerlich. Okay, mein Ärger, dass meine Eltern mir immer so viel Angst gemacht haben oder meine Mutter, dann klopfe ich meinen Ärger auf meine Mutter. Also auch das alles kann während des Klopfprozesses hochkommen. Das ist ja bei meinen Patienten auch. Wir landen dann manchmal sonst wo. Wir fangen an mit einem Thema, aber landen ganz woanders. Und da kann nichts schief gehen. Also einfach da den Gefühlen folgen, die man hat, und irgendwann ist dann mal gut. Schön. Ja, mein Atem hat sich auch ein bisschen verändert, ne?
Gut, ich werde das natürlich jetzt mit deiner Erlaubnis das schneiden aus diesem Punkt und das einfach dann auch öfter machen, weil dann kann ich es laut machen, ne? Ja. Okay, schön. Gut. Ja, es ist also sag mal, ein Projekt, was jeder starten sollte. Einfach zu gucken, sich eine Liste machen und sagen, okay, wo habe ich irgendwelche Ängste, Liste aufschreiben und dann entsprechend abarbeiten. Mhm. Also wer das Ganze noch vertiefen will, ich habe nächsten Mittwoch am 27. habe ich ein Webinar nochmal zu dem Thema MET-Klopftherapie, wo es auch nochmal ganz viel um Ängste geht. Also da, wer das vertiefen möchte, kann sich da gerne bei mir auf der Homepage auch nochmal eintragen für dieses Webinar. Mhm. Oder wer das Ganze natürlich, sag mal, professionell vertiefen möchte, ich habe einen 4-stündigen Online-Kurs entwickelt. Auch den kann man sich dann bestellen und da führe ich entsprechend durch ein 4-stündiges Programm. Das ist also ein Online-Kurs, zu dem man dann auch lebenslang weltweit Zugang hat, der auf einem Portal liegt. Und da betreue ich auch die einzelnen Teilnehmer persönlich durch. Also wenn da Fragen dann auch sind, werden die entsprechend dann auch begleitet und betreut in ihren Themen. Da geht es dann aber nicht nur um Ängste, da geht es dann auch um körperliche Erkrankungen und Altlasten aus der Vergangenheit. Also auch das wird dann in dem etwas längeren, über vier Stunden Kurs dann bearbeitet. Das heißt, man kann vieles auch selbst machen zu Hause, auch wenn man an Kursen nicht teilnehmen kann. Und dafür hast du dir die Mühe gegeben, alles vorbereitet, ne? Schön. Genau, das sind sehr schöne Videos, hochqualitativ aufgenommen. Man kann die jederzeit stoppen, wieder starten. Mit deinem Tempo kannst du dir die angucken und hast dann immer deine Technik, deinen Begleiter immer dabei. Und wenn du nicht weiterkommst, dann schreibst du mir eine Mail, sagst du, ich hänge da fest, ich komme nicht weiter und dann werde ich dich in deinem Prozess dann entsprechend begleiten. Schön. Hast du in Italien auch Kurse? Nochmal? Hast du Kurse auch in Italien? Nee, leider nicht. Würde ich ja gerne mal machen. Ich bin bisher nur bis in die Schweiz und Österreich gekommen, also und Spanien, aber Italien noch nicht. Okay, weil ich werde das ein Teil vielleicht dieses ersten Beispiel auf Italienisch übersetzen und eine italienische Gruppe zeigen, wenn das okay ist, vielleicht können wir da was organisieren. Ne? Ja, gerne. Ja, jederzeit, logisch. Okay. Ja, wenn... Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen oder Sinnfragen zu der Thematik? Eben überhaupt, im Chat kann jeder Frage stellen natürlich, in den Zeit, das vielleicht können wir einen Termin machen, wo man auch diese Frage live stellen kann. Ich bin jetzt mit dem Thema ist rund, ist zufrieden und ich werde das weiter üben, ein bisschen lauter machen, weil es ist wirklich so, dass man einfach schnelle Resultate erzielen kann. Ne? Ja, das stimmt. Also die Ergebnisse gerade bei Ängsten sind teilweise in Minuten. Okay, all diese Videos, ich habe unten einen Link geschickt, also deine Webseite und da, wo alle Videos in einer Seite zu sehen sind, werden auch nach Themen wird auch lesbar sein. Und das heißt, man kann sich auch, wird man sich diese 12 Sendungen auch anschauen können und folgen können und dann sich eventuell dann auch für diese Pakete entscheiden. Danke. Genau. Ja, gut. Dann auch danke nochmal an dich. Und dann freue ich mich auf die nächste Sendung zum Thema, ich glaube, körperliche Erkrankungen, körperliche Symptome, ne? Ist dann unser nächstes Thema. Körperliche Symptome, ja. Beklopfen körperliche Symptome. Ja. Nächste Woche. Genau, wie man das bekloppt, ja. Am 5. Okay, November. Freue ich mich. Also. Okay, dankeschön. Bis dann, ne? Ja, bis dann, Jit. Alles Gute, schönen Abend. Ciao. Ciao. Ja, in 30 Minuten geht weiter, aber nicht, also nur hier in der Live-Sendung. Und unten sind immer die Seiten, wo alle Videos sind und bis in 30 Minuten für die, die weiter live folgen wollen. Ciao.